Die Wettfreunde begrüßen euch zum 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Hallo Jan. Hallo Olli. Ja, 9 aufregende Spiele liegen wieder vor uns. Die Aufregung wird immens dadurch gesteigert, dass 5 Mannschaften an der Tabellenführung interessiert sind. Gladbach hat verloren bei Union. Alle sind wieder etwas enger zusammengerückt. Das heißt, uns erwartet eventuell eine Wachablösung, eventuell schon am Freitag, wenn Union bei Schalke gastiert. Schalke bräuchte aber einen extrem hohen Sieg mit 4 Toren Differenz. Wie sieht's aus? Ja, könnte eine knappe Kiste werden trotz allem. Schalke ist ja etwas heimschwach im Gegensatz zu den Auswärtsspielen und man muss halt sehen, wie sich Union als Hallenfußballer macht. Ja, genau. Also Hallenturniere kennt ja Union nur noch aus den Traditionsturnieren gegen Bergmann vor sich. Aber ja, bei denen läuft es rund. Letzten 4 Pflichtspiele alle gewonnen, 4 der letzten 5 Bundesligaspiele und Schalke hat zwar auch 4-mal zuletzt nicht verloren, aber zu Hause 3-mal nur unentschieden gespielt. Unter anderem gegen Düsseldorf, zuletzt 3:3, 3 Führungen abgeschenkt. Das wirkt jetzt nicht so ganz sattelfest nach meiner Meinung und ja, ich denke, Union kann da durchaus bestehen und was mitnehmen. Ich denke, auf dem Papier ist das eine klare Sache, dass Schalke gewinnen wird. Aber Union darf man die Saison nicht unterschätzen. Vielleicht ist auch was drin. Ja, also ich denke, Union wird schon über kurz oder lang auch mal wieder eine längere Durststrecke erleben. Im Moment ist ihnen aber eine ganze Menge zuzutrauen. Ich denke, in Schalke geht was und nehme eine doppelte Chancewette auf Union. Das heißt, sie spielen mindestens unentschieden, gewinnen eventuell. Ja, sobald es einen Punkt gibt, mindestens ist die Wette gewonnen, gibt mehr als das Doppelte zurück. Ich riskiere es einfach mal. Ja, mal schauen. Ja. Ja, danach kommen wir gleich zum Krisengipfel des Spieltages, zumindest was die Trainerposten angeht. Hertha empfängt Borussia Dortmund. Lucien Favre ist so gut wie weg in Dortmund. Zumindest denken das die Wettanbieter. Er ist auf Platz 1 bei den Trainerentlassungswetten. Gibt, glaube ich, im Moment eine Spitzenquote von 1,7. Ja, und der unmittelbare Verfolger sitzt bei Hertha auf der Bank. Ja. Ja, wen trifft es denn jetzt? Schwer zu sagen. Also, Robert Kovac wird ja nicht neuer Trainer. Kovac kommt wahrscheinlich nicht für Kovic. Schade. Ja. Also Dortmund wird mit mehr Ballbesitz spielen, Hertha dafür mit Ibisevic, muss man sehen. Wahrscheinlich wird ein Standard das Spiel entscheiden. Beide Mannschaften sind dort sehr anfällig. Welcher Trainer entlassen wird, es gibt auf jeden Fall einen neuen wahrscheinlich. Ja, also mein heißer Entlassungskandidat ist natürlich auch Favre. Ja? Also der wäre mit Hertha beinahe Meister geworden, ist danach nächste Saison ziemlich weit geflogen. Jetzt wäre er mit Dortmund fast Meister geworden. Ja, höchste Zeit für Veränderungen, würde ich denken. Und ja, Dortmund ist einfach auswärts eine ganz laue Nummer. Die haben zuletzt 5-mal auswärts nicht gewonnen, obwohl sie ja dann nun wirklich nicht nur bei Spitzenteams zu Gast waren. Jetzt schwächeln sie schon zu Hause neuerdings und bei Hertha ist in letzter Zeit auch nicht so viel gegangen. Okay, die haben früher gewonnen, aber davor 4-mal in Folge nicht. Davor haben sie eben 2-mal unentschieden, 2-mal verloren. Das ist schon eine Leistung im Olympiastadion, wo ja nun auch nicht gerade die heimstärkste Mannschaft der Bundesliga zu Gast ist. Und im Moment ja, ist auf Dortmund meiner Meinung nach kein Verlass, zumal sie auch immer nur eine Halbzeit am Spielgeschehen teilnehmen. Ja, und das ist die zweite Halbzeit. Ja. Da schafft es Favre dann doch noch, die Mannschaft nochmal neu zu justieren. Vorausgesetzt, sie fangen kein frühes Gegentor oder ein zweites Tor. Also wenn Hertha in Führung geht und nach der Halbzeit vielleicht nochmal nachlegt. Ab dem 4. Gegentor wird es eng für Dortmund, würde ich mal sagen, was den Punktgewinn angeht. Ja. Naja. Ja, also wie gesagt, Dortmund erste Halbzeit quasi nicht vorhanden. Die letzten 13 Pflichtspieltore alle in der zweiten Halbzeit gefallen. Deswegen ist mein Tipp Hertha für zur Halbzeit. Hertha hat ja immer 5 bis 10 starke Minuten. Warum sollte nicht meine erste Halbzeit geschehen? Und das könnte dann schon reichen, um da eine Quote von über 4,0 einzuspielen. Ja, dein Tipp für den Spielausgang? Dortmund dreht das Spiel noch zu einem Unentschieden in der zweiten Halbzeit. Ja, das wäre für Favre aber auch eine enge Kiste, dann, nach meiner Meinung. Ja. Eine weniger enge Kiste waren zuletzt die Spiele von FC Bayern München. Der Hansi-Flick-Effekt beflügelt alle außer Robert Lewandowski, der erstmals nicht getroffen hat. Kein Wunder, es ging gegen seinen Angstgegner aus Düsseldorf, gegen die er noch nie getroffen hat, so auch diesmal nicht. Aber vielleicht gab es jetzt mein Spiel gegen Leverkusen wieder. Na, da würde ich auch nicht drauf wetten. Also ja. Gegen Leverkusen hat er auch Ladehemmungen. Ja, 3 von 15 Spielen hat er nur geknipst gegen die Werkself, 12-mal leer ausgegangen. Ja, aber vielleicht gibt es ja ein paar andere Kandidaten, die da in die Bresche springen will. Ja, in München kann ja offenbar wieder jeder treffen. Hansi Flick hat die Mannschaft stabilisiert. Wir spielen einen guten Fußball.
es könnte ein klarer Sieg werden eigentlich. Zumal Leverkusen letztes Wochenende auch ordentlich Chancenbucher betrieben hat. Ja. Viel liegen gelassen hat gegen Freiburg. Und unglaubliche Torchancen versammelt. Also ja, teilweise. Also das gibt es halt dann doch nur bei Leverkusen, glaube ich. Direkt gut drauf waren sie zuletzt sowieso nicht. Haben nur eins der letzten 6 Spiele gewonnen. Ne? Haben in den ersten 6 Spielen, glaube ich, 13 Punkte geholt. In den letzten 6 nur noch 6 Punkte dann. Die haben sich jetzt ein bisschen Selbstvertrauen geholt in der Champions League bei Lok Höwedes in Moskau. Aber das wird nicht reichen, nach meiner festen Überzeugung, um in der Allianz Arena zu bestehen. Haben schon die letzten 6 Auswärtsspiele in der ESA verloren. Und diesmal wird es auch eine ganz klare Kiste. Also Handicap-Wette -2 für die Bayern. Das ist, glaube ich, nach meinem Empfinden kein zu hohes Risiko. Und das zeigen auch die Quoten, dafür gibt es gerade mal so das 2,5-fache zurück. Also die Wettanbieter sind da auch eine ganz klare Tendenz. Ja, eine klare Tendenz erkennen sie auch bei Gladbach gegen Freiburg. Und zwar zugunsten des Tabellenführers. Dabei ist das ja ein glattes Spitzenspiel. Wenn Freiburg gewinnen sollte, ziehen sie an Gladbach vorbei. Und das ist ja nicht ausgeschlossen. Nicht ausgeschlossen. Weil Freiburg hat nur eins der letzten 9 Spiele verloren bei Union Berlin. Überhaupt erst 2 Saisonniederlagen. Die 2. war gegen Köln zu Hause. Das heißt, gegen 2 Aufsteiger. Mhm. Haben noch gegen keine Spitzenmannschaft verloren. Und wie sieht es jetzt aus? Schalke Union und Gladbach Freiburg werden unerwartet spannende Spiele werden. Das stimmt. Und warum sollte für Freiburg in Gladbach nichts gehen? Gladbach ist sehr heimstark. Also auf dem Papier ist das eine klare Sache für Gladbach. Aber Streich und Freiburg darf man die Saison nicht unterschätzen. Ja, also Freiburg ja spielt die Saison der vereinseigenen Rekorde, aber das werden sie in Gladbach auch brauchen, weil sie haben bis jetzt 20 Mal bei einem Tabellenführer gespielt und noch nie gewonnen, ich glaube 17 Mal verloren und haben überhaupt erst einmal in Gladbach gewonnen und in den letzten 22 direkten Duellen gab es sowieso nie einen Auswärtssieg. Also knallen die Bilanzen brutal auf den Sportclub nieder. Und so sehr sie begeistert haben, zumindest mit ihren Resultaten, die Auftritte waren ja teilweise mehr von Disziplin geprägt. Aber was soll's, unterm Strich sehen die nackten Zahlen. Aber die werden diesmal, glaube ich, trotzdem eher zugunsten der Fohlen sprechen, die schon die letzten 4 Heimspiele gewonnen haben. Und so auch diesmal, was denkst du? Ja, eine Ergebniskrise haben die Freiburger zwar nicht, aber ich denke auch, dass Gladbach gewinnt. Ja, Gladbach gewinnt, beide Teams treffen. Damit kann man die Favoritenquote etwas in die Höhe schrauben. Ja, was haben wir noch? Kommen wir zur Schnellraterunde. Fangen wir an mit einer Mannschaft, die 6-mal gewonnen hat. Bis das Spitzenteam aus Mainz zu Gast war und war es nicht so gut. Ja, Hoffenheim gegen Düsseldorf. Hurra, das ganze Dorf ist da. Gegen die längste Tech-Mannschaft der Welt. Es fallen viele Tore und Hoffenheim gewinnt. Düsseldorf hat nur 1 Punkt geholt in den letzten 5 Auswärtsspielen. Das war zwar ein 3:3 in Schalke, ein Punkt der Moral. Aber Hoffenheim hat eine ganze Menge gut zu machen und die haben die Qualität. Und nach meinem Empfinden ist das auch eine klare Sache. Deutlicher Sieg Hoffenheim. Köln-Augsburg, 2 Teams aus dem Keller. Ja, der Gisdol-Effekt setzt ein und Köln gewinnt 2:0. Ja, der Gisdol-Effekt besagt ja nach der Erfahrung des HSV, dass erstmal die ersten 7 Spiele verloren gehen. Und nachdem Köln schon die letzten 7 verlor und Augsburg plötzlich ein unerwartetes Hoch hat, die letzten beiden Spiele gewonnen, zuletzt 4:0 gegen die Hertha. Ich tippe auf Augsburg, dass Augsburg wird sich da klar durchsetzen, nach meiner Überzeugung. Gut, hier sind wir unterschiedlicher Meinung. Wahrscheinlich sieht es anders aus bei Paderborn gegen Leipzig. Ja. Ja, Leipzig will Samstag an die Tabellenspitze springen. Klappt. Könnte ihnen gelingen. Ja, vorübergehend für eine Nacht mindestens. Ja, es gibt dann 1:5 oder ein 1:3. Ja, na, Paderborn eine sensationelle erste Halbzeit gegen Dortmund abgeliefert. Werden da schon gestärkt daraus hervorgehen, nach meiner Überzeugung, aber auf lange Sicht haben sie, glaube ich, gegen Leipzig, die ja im Moment brutal alles ins Netz bringen, was ihnen da vor die Füße fällt. Das wird ein klarer Sieg unterm Strich. Ich sehe das anders. Also es war ein ganz klarer Nackenschlag für Paderborn, noch den späten Ausgleich in Dortmund zu fangen. Und das hat die Moral jetzt gebrochen. Nein. Das sind ja keine schönen Wetterfußballer, sondern die kommen ja quasi, fragen die noch Post aus oder sind das schon Profis? Ja, wahrscheinlich sind es Profis, aber ich meine, die sind jetzt Kummer gewöhnt. Ja, die kommen ja nun
aus Ostwestfalen. Ja, ich komme aus Ostwestfalen. Ja, und da ist jetzt, glaube ich, ein Punkt, wenn in Dortmund jetzt kein so unglückliches am Ende war, kein Kunst- und Trübsalblasen. Und die sind am Anfang bärenstark, 6 Tore in der ersten Viertelstunde, die werden gegen Leipzig los, legen die Feuerwehr. Und deswegen Risikotipp, Leipzig gewinnt nach Rückstand. Quote von 6,5 kann man da abgreifen, ist natürlich sehr spekulativ. Kein Fall für schwache Nerven, schon gar nicht für ein sehr knappes Budget. Aber ja, wenn man Spaß am Betten hat, kann man das ruhig mal probieren und im Erfolgsfall lohnt es sich. Ja, Wolfsburg gegen Werder Bremen. Ja, Bremen kriselt, ja. Schwächelt. 8 Spiele sieglos. Wolfsburg gewinnt. Ja, Wolfsburg hat ja zwischendurch auch ein längeres Tief, aber jetzt überraschend haben sie aufhorchen lassen in Frankfurt. Ja, aber zu Hause muss man ehrlich sagen, ist ja Totentanz. 3 Tore geschossen in den letzten 5 Heimspielen. Bremen trifft auswärts immer. Was macht eigentlich Bruno Labbadia? Ja, Bruno Labbadia sitzt schon auf dem Fahrrad und. Guckt mal, wie es mit Florian Kohfeldt weitergeht. Der Trainer des Jahres 2018 macht sich bereit, Farbe abzulösen an der Spitze der Trainerschatz. Ja, und das, obwohl ich jetzt auf ein Unentschieden tippe, weil einfach Bremen auswärts immer trifft und Wolfsburg zu Hause einfach eine ganz laue Nummer ist. Ja, ganz anders als Mainz, wenn Frankfurt zu Gast ist, wie diesen Montag. 11-mal sind die Hessen zum Rhein-Main-Derby erschienen. In der Bundesliga haben nie gewonnen. Und auswärts ist ja im Moment mit Frankfurt auch nicht viel los. Nee, aber dafür hat Mainz gewonnen, überraschenderweise. Ja, ganz knapp in Hoffenheim, 5:1 in Unterzahl. Das war eine Ansage vom Achim Bayer-Lorzer. Der Bayer-Lorzer fängt es zu spüren. Ja, in Köln konnte er auch nichts mehr machen, ja, aber jetzt bei Mainz. Ja, ich bin gespannt. Also ich denke, je nachdem wie die Fans mitmachen, wird das ein knapper Sieg für Mainz. Ja, ich tendiere auch ganz klar zu Mainz. Denke nicht mal, dass es so wahnsinnig knapp wird. Frankfurt jetzt am Ende einer englischen Woche. Zuletzt haben sich ja eh die Nackenschläge gehäuft. Und ich denke, Mainz mit dem Überschwang des Kantersiegs werden früh in Führung gehen, werden es durchziehen. Und deswegen tendiere ich da zu einer Halbzeitendstandwette. 2-mal Mainz gibt eine schöne Quote. Und wäre ein passender Abschluss, ein runder Abschluss zum 13. Spieltag. Ja, wir werden sehen. Wir lösen es nächste Woche auf. Was passiert ist, ob der ein oder andere Tipp ins Schwarze getroffen hat. Wir interessieren uns vor allen Dingen brennend für eure Vorschläge. Wir sind für jeden Hinweis, jede Inspiration dankbar. Wenn ihr Vorschläge, Hinweise braucht, guckt zu den Wettfreunden. Wir machen alles rund um Fußball. 1., 2., 3., 4. Liga. Internationaler Fußball. Und zur kalten Jahreszeit Wintersport. Biathlon, der Lieblingswintersport der Deutschen. Ja. Die Visiere sind scharf gestellt. Alles klar. Vielleicht schneit es ja irgendwann auch noch. Informiert euch. Schaut wieder vorbei. Wir freuen uns. Viel Spaß, viel Glück beim Tippen. Bis zum nächsten Mal.